Willkommen zurück bei State of Decay 2. Jetzt ist der mir schön ins Wort gefallen. So. Wir sollen immer noch Material suchen. Ich vermute, das sind diese markierten Häuser hier. Aber ich glaube, wo war denn das Auto? Ich glaube, es wäre sinnvoll, ein Auto zu organisieren. Wobei, das erste Paket können wir ja so holen. Irgendwas grunzt hier noch. So, erste Heilung ist auch erledigt. Das war, glaube ich, hier. Ja. Ask and ye shall receive. Das ist nicht weit. Dann können wir die Cardio ein bisschen hochtreiben. Krankenstation, Lager, Doppelkoje, Kommandozentrale, Hauptschlafzimmer, Parkfläche. Und wo? Ja. Krankenstation. So. We can use the radio to organize searches for things we need. Funkgerät. Freiwillig melden. Okay. Medizinische Beratung. Ah ja, okay. Tja. Ich würde... Die Frage ist, wo ich Benzin herkriege. Ich durchsuche am besten mal die ganzen Häuser hier.
Everything seems calm here. Ja, immerhin ein neuer Schläger. Ich kann ihn da nicht sitzen lassen. Man weiß nie. Na? Er macht immer noch so einen Nachschritt. Big fat nothing. Ein Waffenkoffer. Ein Feuerwerkskörper. Eine Kiste mit Samen. There's nothing left to salvage here. Das Fenster springen müssen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen nur ein bisschen Benzin, mehr brauchen wir nicht. Ammo geht auch. Check this out. Eine Standbohrmaschine. No way I can fit this. Nowhere for that to go. Feuerwerkskörper brauchen wir nicht. Geht's nun wieder raus? Container durchsucht 3 von 4. Ja. Ne, den haben wir schon durchsucht. Ah, nee, das gehört nicht dazu. So, Rucksack leer machen.
should I put this? Aha. Wir hatten schon einen größeren Rucksack. So, eine Ersatzwaffe würde ich mal behalten. So, jetzt haben wir einen Slot mehr. So, den kann man eigentlich schon in die Krankenstation einweisen. Das wäre gar nicht so doof. Wenn ich rausfinde, wo er denn ist. Da. I'm dying on my feet here. Gotta get medical help. I hear you. Fuck. This blood plague bullshit could really kill me. Wie soll ich ihn einweisen? Later. Ist sie etwa noch nicht fertig? Okay. Alles klar. That is, if we can keep our supply of meds from running out. Ich muss also die Leute heilen und so weiter und so fort. Machen wir das doch mal. Vielleicht gibt es da Benzin als Belohnung. Hey there. Sure, sounds good. So, Infektionsherde gibt's auch wieder. Okay. Infestations like this are pretty dangerous. If you need some extra ammunition, I have a few rounds to spare. If you don't clear out infestations now and again, they spread all over. Then they become a serious problem. Right. Munition holen brauchen wir eigentlich nicht. Ist das ein Benzinkanister? Kann ich den mitnehmen? Nein. Schade. Dann gehen wir mal. Ich will nur nicht einfach irgendwo runterfallen. Okay. Okay. Die Sichtweite ist ein bisschen ärgerlich. Take out the screamer first. Otherwise, it'll just draw more zombies. Das hätten wir vielleicht nicht unbedingt nachts machen sollen. That screamer sees me. It's bad news. Das wäre vielleicht ein Job für tagsüber gewesen. Mit mehr Licht, die sind alle drin. Gotta make
Nein! Boah, das ist... Dang it. We all appreciate the work you've done for us. So. Ja. Einfluss ist klar. Das gab's auch im ersten Teil schon. So. Gibt's hier irgendwas zu durchsuchen? This'll do us some real good. Medizin. So, jetzt. Blood plague? Yes. I've lost friends to that too. You should know that medicine just delays the inevitable. I'm sorry. No, it's okay. We know how to cure it. We just need to keep my buddy alive until we can make the cure. You have a cure for blood plague? Wish I'd met you folks a month ago. Some of my friends might still be alive. We don't actually have the cure on hand just yet. We need to gather one more ingredient before we can craft it. What do you need? Maybe I can help. This may sound crazy, but we need tissue samples from plague zombies. We have a few samples from this army lab back at the refugee camp, but the doc says we need more. So, you need plague zombies? Well, I can point you in the right direction. I think my choices are down to take a nap or pass out. Okay. So, jetzt haben wir hier Medizin. Hab ich das hier schon durchsucht? Offensichtlich ja. Waren Baumaterialien drin, ja. So, es war glaube ich nicht weit. Ach, sie ist ja noch dabei. Ich dachte, sie ist jetzt weg. Packsack an. Den abliefern. Und zack. So, und sie stand, glaube ich, gerade hier, oder? Okay, sie sitzt. Ah, solchen Zombies. That's good. Okay. Now we just find these plague zombies and kill as many as we have to until we get a viable sample. I hear ya. We need this done, no matter what. Kann ich irgendwo schlafen? Ah, Moment, ich habe doch Betten gebaut, oder nicht? War das nicht irgendwo hier? Ja. So, wen nehmen wir denn? Der ist infiziert. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch den ein bisschen. Okay. Der hat schon so einen Rucksack? Okay. Kann man irgendwie in das Zielfernrohr rein?
Gibt es irgendwo eine Uhrzeitsangabe? Das wäre interessant. Nicht wirklich. Die Karte wirkt jetzt nicht so ultra groß. Aber vielleicht muss man die auch erst freispielen. Gehen wir erstmal zum alten Auto zurück. Okay, der hat ein Brecheisen. Leuchten. Na, die ist nur gut auf ganz weite Entfernung, würde ich mal behaupten. Vielleicht ein bisschen Kampferfahrung zusammen sammeln. Wo ist denn die Straße? Hier, oder? Ja. So, du geh mir nicht auf den Senkel, während ich hier so ein altes Auto leer mache. Das sind so Finisher Kills. Gibt's also auch wieder. Was haben wir hier? Lebensmittel. Ah, aufbrechen geht auch. Nehmen wir mal mit. So, zurück nach Hause. Man sieht auf jeden Fall die Schneise, wo ich mich durchgearbeitet habe. Da liegen überall Zombies rum. So. Okay, Außenposten haben wir noch keinen. Okay, da brauchen wir die passenden Gegenstände. Was zur Hölle? Ein Auffangraum, Schmiede, Autowerkstatt, Kaserne. Außenbetten, überdachte Betten. Oh, da gibt es ja noch viel mehr. Wachturm.
Okay, eine Werkstatt haben wir keine, oder? Was sollten wir vielleicht tun? So, immer noch Seuchenprobe. Wird's hier auch mal wieder hell? Das ist ja Irrsinn. Steht direkt nebenan und da war noch keiner drin. Bin ich mal gespannt, wenn sich das nicht lohnt. Oh, immerhin. Hier stehen überall Benzinkanister, ich will einen haben. Wahrscheinlich müsste ich die Ressourcen aufbrechen, die ich dabei habe. Um an einen Benzinkanister zu kommen. Das war easy. Zack. Das kann man am Lager noch machen. Gott. Habe ich den jetzt im Inventar? Na, so rum. Keep it down. They're close. So. Ah, jetzt. Jetzt haben wir einen Benzinkanister. Ich glaube, dann gehe ich das Auto holen. Die Tür ist offen, aber ist egal. Es könnte trotzdem langsam wieder hell werden, da hätte ich nichts dagegen. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wie betanken wir das Auto? Wer grunzt und warum? Pilato CR auftanken. Ah. Besser als gar kein Auto. Das ist so eine Schrottmühle. So, mit dem vollen Auto beende ich die Folge erstmal und in der nächsten Folge weiß ich noch nicht, was wir genau machen, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall mit dem Auto fahren. Wir stehen ja immerhin direkt daneben. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.